Hallo meine Einhörnchen, ihr habt euch ein neues Nähen für Nerds gewünscht und euer Wunsch ist mir Befehl. Wir machen heute ein neues und zwar dachte ich, es wäre an der Zeit, euch beizubringen, wie Schrägband funktioniert, wie man das richtig verarbeitet, wie man das zuschneidet. Und genau das machen wir heute. Schrägband kann man natürlich auch vom Meter kaufen. Das ist wesentlich komfortabler, weil es ist schon vorgebügelt, es ist richtig zugeschnitten. Aber manchmal will man ja eine ganz bestimmte Farbe oder ein ganz bestimmtes Muster haben und dann muss man das Ganze selber zuschneiden. Und das Wichtige ist, Schrägband heißt Schrägband, weil es schräg zugeschnitten wird. Und zwar, weil bei einer normalen Stoffbindung ist es in die Richtung nicht wirklich elastisch und in die Richtung ist es auch nicht elastisch, aber schräg genommen kann man das sehr gut ziehen. Und deswegen schneiden wir das schräg zu. Warum das so ist, würde ein extra Video brauchen, um euch das zu erklären. Deswegen nehmt es einfach so hin. Theoretisch kann man das jetzt noch hier mit Winkel und so ausmessen, aber die Praxis zeigt, es ist ein bisschen egal, solange es schräg genug ist. So. Und Schrägband ist im Normalfall 4 cm breit. Klar, umso breiter es aussehen soll, umso breiter müsst ihr es zuschneiden. Das ist dann ganz euch überlassen. Wenn man wirklich viel Schrägband braucht, da gibt es so einen Trick, wie man so zwei Stoffstücke aneinander näht. Wenn euch das interessiert, können wir dazu nochmal ein extra Video machen, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Aber meistens braucht man gar nicht so viel Schrägband, außer man fasst jetzt den Saum eines Tellerrocks ein. Jetzt haben wir hier unseren Streifen und den müssen wir jetzt erstmal in Form bügeln. Es gibt dafür gewisse Hilfsmittel, wenn man viel Schrägband macht, die einem dabei helfen und auch so Hacks. Aber am Ende, finde ich, geht es mit den eigenen Händen irgendwie immer doch noch schneller. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie man das einfach ohne Hilfsmittel bügelt. Als erstes bügeln wir das jetzt in der Mitte zusammen. Das Ganze klappen wir jetzt wieder auf, so, und bügeln beide Seiten zur Mitte. Einmal so und einmal so. Jetzt falten wir das Ganze in der Mitte aufeinander, also Kante auf Kante, aber die Seite, die innen sein soll, nämlich die hier, steht ungefähr 1 mm über. Und das hilft euch nachher beim Annähen, weil das, was am meisten passiert beim Schrägbandannähen ist, dass man es nicht mitfasst und einfach daneben näht. Und das ist total blöd, wenn man dann alles nochmal auftrennen muss. Und deswegen, das ist ein kleiner Trick, der einem dabei hilft. Das ist jetzt unser fertiges Schrägband und ich zeige jetzt die, wow, ich muss mir schnell ein Outfit nähen und ich habe überhaupt keine Zeit und es muss sehr schnell gehen Variante. Und zwar nehmt ihr einfach das Stück, was ihr einfassen wollt, packt das rauf. Und jetzt werdet ihr sehen, dieser 1 mm, der jetzt hier unten übersteht, rettet euch manchmal den Arsch. Und jetzt nähen wir einfach knappkantig ab. Da, wir haben Schrägband gemacht und auch noch eingefasst. Ihr könnt das natürlich hier reinklappen, damit ihr einen sauberen Abschluss habt, auf der anderen Seite auch. Ihr könnt damit auch Ecken nähen, das funktioniert auch. Aber wenn ihr euch unsicher seid, zeige ich euch jetzt noch eine andere Variante, wie man das annäht. Aber das ist einfach schnell und einfach und normalerweise klappt es auch. Bei so Sachen wie Korsetts, wo es ein bisschen schwierig wird, oder Tellerröcke, wo es einen runden Saum gibt, das ist eine andere Nummer, aber für normale Sachen reicht das hier vollkommen. Die andere Variante ist, wir klappen das Ganze wieder auf, legen hier die einzelnen Lagen aufeinander und nähen jetzt in dieser vorgefertigten Falte, die wir hier eingebügelt haben.
Der Vorteil ist jetzt, es kann nicht mehr hin und her rutschen und bleibt genau an der Position, wo es sein soll. Das ist besonders gut für rutschige Stoffe oder wie gesagt, wenn es rund ist, weil jetzt können wir einfach alles wieder zurückklappen. So, keiner sieht die Naht und ihr seid ein bisschen sicherer mit dem Abnähen. Am Ende sieht es genauso aus wie das hier unten. Es ist ein Arbeitsschritt mehr, aber manchmal kann das wirklich super helfen. Jo, das war's dann eigentlich jetzt auch mit der Standardverarbeitung. Wenn ihr noch andere Sachen wissen wollt, wie mache ich das in großen Mengen selber, zum Beispiel auch aus alten T-Shirts oder so, das geht, oder wie nähe ich Ecken damit, dann können wir gerne nochmal ein extra Video machen. Ansonsten will ich dieses Jahr ein bisschen mehr Nähen für Nerds machen, weil viele mich danach gefragt haben. Deswegen schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt, was euch interessiert, was wollt ihr wissen. Wir nähen hier keine ganzen Teile, wir machen immer nur so Einzelverarbeitungen. Wir können gerne mal was zu Biesen oder so machen. Einlage können wir auch mal besprechen. Also alles, was ihr möchtet. Vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!